Mit AR-VR-Molecules kann ich mir nicht nur in 3D und virtueller Realität Moleküle anschauen, sondern diese auch selbst bauen. So, man sieht, dass man sofort in eine VR-Ansicht kommt. Dann habe ich hier mein Periodensystem. Wofür ich das jetzt nachher benutzen kann, das werde ich noch zeigen. Kann ich hier rumgehen. Man sieht hier unten AR-Mode, dann sieht man Load and Save. Das sind alles Dinge, die man mit einem Upgrade, das man bezahlen muss, erst benutzen kann. Aber ich sehe hier auch schon ein Molekül, das da vor sich hin rotiert. Jetzt kann ich zum grundsätzlich mal hier oben ein bisschen die Ansichten ändern. Wie möchte ich denn dieses Molekül dargestellt haben? Und ich kann natürlich auch die Drehung ausschalten. Kann dann von Hand drehen, wenn ich lustig bin. Oder ich könnte auch hier das Ganze verschieben. So, ganz interessant ist jetzt aber diese Seite. Hier kann ich mir einmal organische Moleküle anzeigen lassen oder anorganische. Und dann gehe ich hier einfach mal darauf, alles klar. Und da wird mir das angezeigt. Mir als Chemielaie ist jetzt eigentlich diese Sicht der Dinge immer ganz recht. Aber die Drehung möchte ich eigentlich nicht haben. Machen wir die mal aus. Okay, so sieht der Kollege aus. Gehen wir mal zu irgendwas, was ein bisschen komplexer ist vielleicht. Das hier klingt ja schon mal ziemlich komplex. So, Job. Dann wird mir dieses Molekül jetzt hier angezeigt. Und wie gesagt, wenn ich eine VR-Brille auf habe, dann wird es nochmal ein bisschen anders wirken. Und jetzt nochmal eine ganz coole Geschichte ist, wenn ich hier oben auf Construct gehe. Dann kann ich mir jetzt meine eigenen Atome oder Moleküle zusammenstellen. Sieht man, hier ist erstmal gar nichts. Dann sagen wir mal, was möchte ich denn gerne haben? Ich möchte gerne irgendwas mit Chlor bauen. Alles klar. Aha, ein grünes Chlor. Und das Ganze soll bitte ein Fünfeck sein. Gibt es da irgendwie ein Fünfeck? Kann man da was draus machen? Aha, so. Und wenn ich mir jetzt noch einzelne. Aha. Wenn ich jetzt hier noch versuche, einzelne Sachen anzubauen, dann kann ich das machen. Ich versuche mal ein Eisen da dran zu bauen und markiere dann jetzt einfach wieder einen von diesen Kollegen. Ah, oh, da hat er das da dran gebaut. Jetzt gucke ich mir mal an, wie das aussieht. Drehen wir das mal. Okay, gut, dann hat er das da dran gebaut. Und vielleicht mal noch einen Wasserstoff dazu. So, machen wir das mal daher. Gut, hat er noch Wasserstoff angebaut. Und so kann ich mir grundsätzlich jetzt meine eigenen Moleküle zusammenbauen. Hier sind nur die am meisten benutzten Atome. Wenn ich auf die andere Seite gehe, dann könnte ich die natürlich auch hier rausziehen. Das Ganze kann ich dann eben speichern und später wieder laden, wenn ich mir die App kaufe. Und auch der AR-Modus, der funktioniert nur, wenn ich die App gekauft habe. Aber es scheint mir als Laie eigentlich eine sehr, sehr coole App zu sein, um Dinge zu veranschaulichen, aber auch selbst zu bauen. Und den Link dazu gibt es natürlich in der Beschreibung.